Herzlich willkommen bei Cook It. Heute machen wir passend zur Fastnachtszeit Kreppel. Für den Hefeteig benötigen wir 500 Gramm Mehl, 100 Gramm Butter, ein Ei, ein Würfel frische Hefe, 200 Gramm Zucker und 200 Milliliter Milch. Also zuerst machen wir den Vorteig. Dazu nehmen wir das Mehl, machen es in die Schüssel, machen den kompletten Zucker dazu. Verrühren Mehl und Zucker gut. So, und jetzt machen wir eine Mulde in die Mitte. Nehmen den Würfel Hefe, bröseln langsam die Hefe in die Mulde. Machen etwas Zucker drüber. Nehmen dann unsere Milch, machen 6 Esslöffel Milch über die Hefe und den Zucker. Dann muss der Teig jetzt ruhen. Dafür decken wir ihn mit einem Handtuch ab. So, nachdem der Vorteig 15 Minuten gegangen ist, machen wir jetzt den Hauptteig. Dazu machen wir unsere Flüssigkeit in den Teig. Wir nehmen die geschmolzene Butter, das Ei und den Rest Milch von den 200 Millilitern. Mixen alles zu einem schönen Knetteig. So, wenn der Teig gegangen ist, dann rollen wir ihn aus und stechen die Kreppel aus und machen sie auf das jetzt schon vorbereitete Blech zum nochmal gehen. So, jetzt nehmen wir das vorbereitete Blech mit unseren Kreppeln, decken es schön ab und stellen es an einen warmen, nicht zugigen Ort, damit unser Hefeteig nochmal schön gehen kann. Wenn die Kreppel fertig gegangen sind, werden sie in heißem Fett frittiert. Jetzt werden die fertig frittierten Kreppel in Zucker gewälzt. Hier sind jetzt unsere fertigen Kreppel. Viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Mal.